Tabelle zweite ist in Zürich zu Gast und reist mit einem Punkt wieder heim auf Luzern. Was auf der Tabelle ganz klar ersichtlich ist, ist heute in 90 Minuten ganz klar nicht ersichtlich gewesen. Der Klassenunterschied ist definitiv nicht da gewesen. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No. Ja, ich glaube, das war ein gutes FC Zürich heute. Fehlt nur die Tor. Erste Halbzeit, wir hatten vier Möglichkeiten. 1-1, das muss Tor sein. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen dranbleiben. Today I think we have been lucky because since the beginner we play very good football, we play offensive, and we knew that Luzern play very good in the counter. So I think we make a good game. We have been lucky in the goal that we receive, but we fight is one characteristic for us, and we give our best. Ja, ich glaube mit der Leistung können wir zufrieden sein. Wir haben eigentlich über 90 Minuten im Griff gehabt. Sie haben ein, zwei kleine Torschuss gehabt, meistens über Standards, und sonst haben wir eigentlich nichts zugelassen. Luzern hat praktisch keine Torchance gehabt, macht dann aus so einer Distanz ein Freistoß-Goal. Das kann man so sagen, wir sind nicht belohnt worden, aber ja, man kann sagen, immerhin so entschieden. Ich denke, eine gute erste Halbzeit von uns. Mit 4-5 Chancen, für mich müssen wir mit 1-2 Goal in Führung liegen. Und das gegen ein destruktives Luzern, das nur hinten eingestanden ist. Also wir haben doch Lösungen gefunden, aber es wäre dann enorm wichtig, dass eben 1-0 in Führung gehst. Und dann zweite Halbzeit, denke ich, war ein ausgeglichener Match gewesen. Und dann aus dem Nichts raus, der Freistoß. Ja, also ich denke schon, man sieht, wer oben steht und wer unten ist. Da im letzten Grund gibt es jetzt mal für eine kurze Zeit eine Pause. Denn was als nächstes ruft, ist die internationale Bühne. Die nächste Destination heisst für den Stadtclub nämlich Rom.